ihr Lieben, heute ist Sonntag und es ist jetzt schon 11:30. Wir sind heute relativ spät aufgestanden. Die Kinder sind seit gestern alle nicht da. Max ist bei Christi, Ersch ist bei Leon und genau, also wir haben heute auch gar nicht mehr so viel gemacht. Noch nicht. Also ich muss noch das ganze Chaos hier jetzt beseitigen. Wir haben zwar schon gefrühstückt, ich habe schon die Kommentare gemacht. Und was noch? Achso, genau. Und bevor ich jetzt einmal an meine PC-Arbeit gehe, weil ich nämlich was bearbeiten muss. Max kommt? Bin jetzt überrascht. Werde ich auf jeden Fall jetzt einmal... hi! Moin! Moin! Werde ich auf jeden Fall erstmal hier Klatsche hier oben machen. Ich hatte schon überlegt zu saugen. Und nachher möchte ich ganz gerne einmal den Tannenbaum schmücken. Und euch nochmal die Geschenke zeigen, die ich schon alle eingepackt habe. Beziehungsweise nicht alle. Mir fehlen noch ein bisschen. Die Geschenke habe ich zwar besorgt, aber die sind nicht eingepackt. Und Max ist gerade unten. Ich muss da mal ganz kurz in den Keller schleppen und verstecken. Und jedenfalls, genau, die Geschenke werde ich euch nochmal zeigen. Das ist alles nämlich im Keller deponiert. Joa, und jetzt lege ich ja mal kurz los. Ja, ich verstecke erstmal die Geschenke, die jetzt da oben so liegen. Ich hoffe, dass er sie nicht sieht. Und mache ich hier nochmal oben klar Schiff. So, meine Lieben, hier seht ihr schon mal die Geschenke. Warte, mal was ablegen. Hier kommt einer, um zu spionieren. Ich bin gerade runtergegangen, habe gar nicht daran gedacht, dass hier die Geschenke sind. Weil Mama meinte letztens, hier unten sind die Geschenke. Aber habe ich ein glückliches Geschenk. Du sollst hier weggehen. Okay, ich geh schon. So, kann helfen, geh weg. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Die Geschenke kannst du hier schon mal haben. Die sind, das sind deine sozusagen, also die du verschenkst. So, hier liegen ein paar Geschenke. Hier liegen ein paar. Hier sieht so schön aus, wenn alles beisammen ist. Ja gut, dann lassen wir das so. Das ist hier der Haufen für Max. Ich glaube, dieses Jahr kriegst du mehr, definitiv. Also eine Anzahl allein schon. Man kann mir auch dieses Jahr... Ich glaube, man kann mir dieses Jahr mehr schenken. Letztes Jahr war es so... Was soll ich mal mehr schenken? Katastrophe! Es gibt Ärger unter dem Tannenbaum nachher. Das ist wirklich... Ich muss aber auch wirklich sagen, es war ein bisschen von mir auch ungerecht verteilt, beziehungsweise von uns, weil wir irgendwie was gesehen haben, bestellt, was gesehen haben, geholt, so. Und irgendwann mal habe ich die Sachen nicht alle so sortiert nach Haufen, was für Ash ist, was für Max. Und dann hatte Ash mehr vom Finanziellen her, mehr als Max. Aber das ist nicht schlimm. Aber jetzt hast du wieder mehr. Nein, das ist das Problem, weil jetzt hat er mehr, weil Papa auch was bestellt hat. Ja, Papa hat ja auch was bestellt. Einen Tag. Hä? Papa hat ja auch was bestellt. Also daher, es kommt Montag, also morgen. Auf jeden Fall war das echt ungerecht. Dann schenke ich erst noch was von mir. Ja, genau, kannst du dich ein Päckchen aussuchen, kannst dir was abgeben, bestimmt. Egal. Ich weiß, was hier drin ist. Naja, das zeigen wir jetzt mal nicht. So, jedenfalls muss man echt unbedingt aufpassen. Also ich weiß, irgendwann mal Weihnachten hatten wir Ash. Du hattest die Apple Watch und Ash hatte ganz, ganz viel von den Jago. Nee, doch. Doch Ninjago oder ja. So. Oder Minecraft. Keine Ahnung, irgendwas von Lego auf jeden Fall. So, die Uhr von Max, klar, klein, kostet aber viel mehr als diese kleineren Päckchen von Ninjago oder Minecraft war das ja, nicht. Irgendwas mit Lego war irgendwas mit Lego. So, und dann schrieben auch alle in die Kommentare, voll unfair. So, und diesmal war zuerst Ash quasi bevorzugt nicht, aber er hatte halt mehr. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir auf jeden Fall ausgleichen und im Endeffekt hat er jetzt mehr. Also der hier hat mehr. Ach, also ich kann damit leben, also na Spaß. Ja, das glaube ich dir. Jedenfalls. Aber das müsste der Ash hier nicht sagen. Aber Ash wird sich über seine Geschenke sehr freuen. Ich hoffe. Ja, klar. Ich hoffe, dass du dich auch über deine Geschenke freust. Ja, klar doch. Ich freue mich immer über Geschenke. So, also geht's hier weiter. Hier ist der Haufen für Ash. Hier habe ich was besorgt und zwar einmal für die Verwandten nochmal. Das muss ich aber einpacken und das ein bisschen. Das alles hier kommt nochmal Geld drauf, Geldscheine für... unsere Neffen, Nichten. Was ist hier noch? Das hatte ich ja besorgt, genau. Das hatte ich besorgt auf die Verwandtschaft. Ich war gerade eben ganz kurz draußen, habe hier vor der Tür alles gewischt, beziehungsweise vorher nochmal, gefegt und gefeudelt, weil die Kinder gestern hier echt Dreck angeschleppt haben. Und ich würde ganz gerne gleich oben noch einmal durchsaugen und genau. Und da muss ich mich auf jeden Fall nochmal an mein Video ransetzen. Das ist wichtig, das würde ich gerne heute hochladen. Und genau, und Max wollte noch einmal zum Haus gleich fahren und damit Willi und Christi die
Fußleisten noch einmal anbringen in seinem Büro da. Und wir waren übrigens gestern den ganzen Tag, also seit morgens, der Maurer war ja nun auch da, immer außen haben da was gemacht. Ich habe sogar, hätte ich gar nicht mit gerechnet, angefangen, das Wohnzimmer zu tapezieren. Schon mal die linke Wand und die andere Wand, diese, wo die Fenster halt eben sind. Genau, so und schon einigermaßen wieder vorangekommen. Der Maurer hat gestern alles verputzt. Er hat nämlich ein Fenster komplett mit diesem, sag mal schnell, mit dem Strukturputz. Genau, da war ich noch bei Bauhaus gestern, zweimal, und habe Strukturputz geholt. Auf jeden Fall ist alles fertig jetzt, so dass ich nur noch, wenn es trocken ist und ordentlich ist, einfach mal rüberstreichen kann. So, dann ist das eine Fenster fertig und dann kommt irgendwie nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr und macht nochmal das andere Fenster und nochmal ein paar Sachen, zum Beispiel in der Küche über der Tür, macht dann nochmal alles glatt oben, weil ich das nämlich nicht kann. Das ist mir schon zu viel zu verputzen. Das heißt, ich kann da nicht richtig gut verputzen, wie halt eben Maurer das macht, sondern bei mir war es nachher so, weil ich, wenn es eine größere Fläche zu verputzen gibt, jedenfalls kommt er und macht das noch einmal für uns. So. Ich düse jetzt endlich mal hoch und mache da das Bett und dann geht es für mich einmal an die PC-Arbeit. Mit meinem Video bin ich jetzt hier fertig. Thumbnail ist fertig, das heißt, es dauert noch 25 Minuten der Mixdown. In der Zeit werde ich jetzt einmal schon mal in die Küche gehen und einmal Mittag vorbereiten. Das ist 20 nach 1, nein 10 nach 1. Jedenfalls kriegen wir langsam Hunger. Max ist jetzt ins Haus, weil Willi nämlich auch da ist. Adrian, dass wir eine schon Adventsmischung haben, damit du ein bisschen was von Advents hast. Adrian ist so lieb und er hat schon Hunger, sehe ich gerade, oder? Das ist immer so das erste Anzeichen. Sicher, dass er sich so Studentenfutter quasi. Warte, habe ich dir jetzt die Nüsse gebracht, die ich gerade wieder wegnehme? Naja. Hä? Schönen ersten vierten Advent. Wir haben dir mal die Kerze angezündet, fällt mir gerade so ein. Das heißt, ich mache jetzt nochmal die vierte Kerze an. Heute Mittag hatte ich Folgendes vor, und zwar habe ich hier schon mal die Auflaufform rausgeholt, dann schon mal das ganze Gemüse vorbereitet, damit ich damit nicht langweile. Also es gibt Kartoffeln, Blumenkohl, Wurzeln, eine Zwiebel und ein bisschen Knobi. Und dann brauchen wir noch einmal frischen Lachs. Der taut mir gerade hier auf, die muss ich noch ein bisschen gleich kleiner schneiden, genau. Also zuerst werde ich einmal das ganze Gemüse ein bisschen kleiner schneiden und alles hier in die Auflaufform geben. Das ganze Gemüse ist jetzt hier fertig. Ich habe jetzt noch einmal Knoblauch da reingeschnitten und Petersilie gab ich nochmal dazu. Und jetzt kommt nochmal Lachs, einfach so als Würfel, einfach so oben drauf. Verteilt hier einfach mal ordentlich hier so drauf. Achso, und für diejenigen, die salzen und pfeffern und wie auch immer Gewürze, könnt ihr einfach nach Belieben da rein tun. Ne? Also wie gesagt, jeder wie er mag. So, und nun wird einfach mal hier so Sahne rübergegeben. Ich habe jetzt vorsichtshalber zwei Packungen mitgenommen, weil ich denke, dass eine Packung zu wenig ist. Und die Auflaufform ist dann doch ein bisschen größer, genau. So. Das wäre dann damit auch fertig und jetzt kommt das Ganze noch einmal in den Backofen. Damit mir das Ganze jetzt hier nicht anbrennt, weil die Kartoffeln dann doch ein bisschen länger brauchen als zum Beispiel der Lachs
Und Blumenkohl werde ich einfach ganz normal das Ganze hier abdecken. Wer hat, nimmt eine Alufolie. Ich habe keine, deswegen kommt bei mir jetzt hier einmal einfach mal das Backpapier erstmal drüber. Das Ganze habe ich jetzt hier bei 180 Grad auf Umluft und zwar für 25 Minuten und dann werde ich mal gucken, wie weit das Ganze ist. So, in der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass mein Video schon durch ist, das heißt, ich kann es jetzt zu YouTube auch noch hochladen. Also es ist echt perfektes Timing. Das Essen ist noch im Backofen. Das Video lädt jetzt zu YouTube hoch und ich habe gedacht, ich nutze jetzt einmal die Zeit, weil ich ja heute noch einen Tannenbaum schmücken wollte, beziehungsweise schon mal reintragen. Vielleicht möchte Ash mir nachher helfen. Dafür muss ich aber diese ganze Ecke jetzt hier leer räumen. Und so rein theoretisch könnte diese Kiste vielleicht sogar schon rüber. Die ist sowieso leer. Genau. Muss ich mal gucken gleich, wie wir das hier das Ganze managen. So, Schnucki war so lieb und hat mir geholfen, den Tannenbaum hier reinzustellen. So, und dann fiel mir noch ein... So lieb, das ist aber selbstverständlich, dass ich den Tannenbaum mit reinhole. Jedenfalls... Eigentlich ist das Männerarbeit, wenn es noch ein Bier dazu gibt. Ich habe ja kein Bier. Jedenfalls hat mir überlegt, dass wir letztes Jahr noch die alte Couch hier hatten. Glaube ich, weil wir nämlich diese Couch im Januar erst bekommen haben, nach Weihnachten. Und jetzt wundere ich mich auch, dass da jetzt natürlich auch mehr Platz ist zwischen Couch und dem Kamin da. Also... Ja, cool. Also ich werde jetzt einmal ganz kurz ein Handtuch drunter stellen, einfach oder drunter legen und mache nochmal alles ordentlich. So, der Tannenbaum ist schon mal an seinem Platz und ich werde jetzt nochmal dann doch auf Ash warten, weil ich denke mal, ich frage mal, ob er Lust hat, mit mir mitzuschmücken. Ich mache nochmal kurz hier mal Licht, damit ihr mich auch sehen könnt. Und jetzt gucken wir mal nach dem Auflauf. Also ich hatte ja zuerst 180 Grad Umluft 25 Minuten und jetzt nochmal in 25 Minuten verlängert, weil es doch noch nicht fertig war. Ich habe zwischendurch umgerührt und jetzt schauen wir noch einmal da rein. Guck mal, das sieht schon so toll aus. Guckt mal. Das sieht mega aus, oder? Das rühre ich gleich noch einmal um. Okay. Aber ich meine, die Kartoffeln sind immer noch nicht so richtig fertig. Guckt mal, nee, das muss noch ein bisschen... Und danach werde ich nochmal vielleicht für eine Viertelstunde das Backpapier einfach mal abnehmen. Nein, ist noch nicht fertig. Genau. Aber das riecht schon unheimlich lecker. Das riecht wirklich sehr gut. Also, dann warten wir noch einen Moment. Und der Auflauf scheint fertig geworden zu sein. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und das duftet auch hier über das ganze Haus. Ich werde jetzt einmal ganz schnell mal den Tisch decken. Ich hatte schon zwischendurch... ich hatte noch ein bisschen Zeit, das Video lädt immer noch hoch, weil er dann parallel noch was anderes hochlädt. Mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was wir jetzt am Dienstag essen wollen. Und zwar wollten wir ja nur ein Raclette machen. Und da habe ich schon mal meine Einkaufsliste geschrieben, weil ich ja morgen los muss und da was einkaufen dafür. Und es gibt schon echt so ein paar tolle Ideen, die man da sammeln kann. Auf jeden Fall super leckere Rezepte. So, ich decke jetzt einmal den Tisch. Draußen ist heute den ganzen Tag so trüb bei uns. Ich dachte, wenigstens die Sonne kommt auch mit raus oder so. Aber Pustekuchen. Keine Sonne in Sicht. Die Jungs sind immer noch nicht da. Und genau, also wir werden jetzt erst einmal essen. Guck mal, wie lecker das aussieht. Und das riecht wirklich total gut. Kann ich gucken? Du kannst gucken, ja. Oh! Leute, wir nehmen das hier jetzt das zweite Mal auf, weil ich die Kamera gerade eben nicht angemacht habe. Ja. Schwester von Brokkoli? Ja, eigentlich wollte ich gerne Brokkoli nehmen, aber das kannst du ja nicht ab. Deswegen gibst du. Nein, das Brokkoli ist ja gut. Darf ich dir was auffüllen? Aber sehr gern. Bitteschön. Dankeschön. Noch ein bisschen mehr? Noch ein Löffelchen vielleicht. Also noch ein Löffelchen? Ja, genau. Auf dein Tellerchen? Mhm. Also, es riecht unheimlich lecker und wisst ihr was, das kann man also nicht nur mit Lachs machen, sondern auch mit Hähnchen. Da ist Lachs drin, da. Cool. Ja, die darfst du dann suchen, diese Stückchen, die sind überall verteilt in Orange. Ich schon finden. Genau. Und da bin ich jetzt wieder. Also Leute, es ist jetzt 17.03 Uhr. Adrian ist gerade los, um Ash abzuholen. Und ich warte hier immer noch auf mein Video, das ist jetzt eigentlich fast fertig. Eigentlich wollte ich es heute schon um 16 Uhr hochladen, wie eigentlich immer. Aber irgendwie hat es länger gedauert, weil Adrian was hochgeladen hat gleichzeitig und ich. Ich glaube, 3 Stunden habe ich gebraucht heute hier. Aber die Verarbeitung läuft, das ist dann gleich durch.
Und ich schätze mal, so um 17:30 kann das dann online gehen. In der Zeit habe ich aber die Zeit gut genutzt. Ich habe meinen Bürokram hier gemacht und muss auch mal gemacht werden. So, und genau, wenn Ash gleich nach Hause kommt, gucke ich mal, wie er so drauf ist, ob er vielleicht kaputt ist oder auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne mal wissen, ob er mit mir mit schmückt oder ob ich das alleine machen soll, den Tannenbaum einmal schmücken. Genau, also draußen ist schon total duster, also wird langsam mal Zeit, dass es irgendwie ein bisschen heller wird, finde ich. Also es ist echt sehr früh dunkel. So, und dann wollte ich eigentlich draußen an meinen Lichtergirlanden einmal die Batterien austauschen, damit es ein bisschen heller wieder wird, also die Lämpchen heller werden. Die habe ich, das sind ganz praktisch, die Girlanden sind mit Batterien, also sie haben Batteriebetrieb und die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr bei Lidl gekauft und das ist echt praktisch, da muss ich nicht tausende Kabel durch meine Tür irgendwie unten drunter schieben, um die hier in der Steckdose anzuschließen, weil ich draußen vorne gar keine Steckdose habe. Deswegen fand ich die echt ganz cool. So, aber die Batterien müssen einmal ausgetauscht werden. Ja, Adrian hat dann gleich die Truhe hier mitgenommen, als er weggefahren ist. Das heißt, die ist weg. Ich bin schon gespannt, Leute, wann wir hier Weihnachten vorbei ist. Das ist circa so 1. oder 2. Januar. Räume ich ja alles schon weg. Und es wird hier sowas von leer sein. Also dekomäßig, meine ich jetzt. Total. So. Sehr kahl wird es dann werden. Und irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich habe nur gedacht, wenn ich das nächste Mal gleich die Kamera anmache, nicht vergessen, das zu sagen. Ich hab's vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Überleg. Nö. Morgen muss ich wieder los zum Einkaufen. Guck mal, meine Liste ist hier voll. Könnt ihr das sehen? Ich habe alles Mögliche nochmal aufgeschrieben. Also es fehlt mir nochmal was für Klaus, noch eine Kleinigkeit dazu. Dann hatte ich ja so, wie gesagt, habe vorhin schon gesagt, dass ich ein paar Rezepte angeguckt habe oder ein paar Möglichkeiten, Ideen für Raclette, was man noch alles machen könnte. Und genau, und dafür muss ich morgen was einkaufen. Adrian sagte vorhin, habe ich gedacht, jo, jetzt geht wieder meine Planung so total durcheinander, durch Kreuz und Quer. Er möchte gerne morgen nochmal zu Bauhaus und sich diesen Diamantschleifer, also den wir letztes Mal ausgeliehen haben bei Bauhaus, den nochmal ausleihen für ungefähr so 4 Stunden. Das geht, muss man noch gar nicht so viel dafür bezahlen. Und damit den Huppel im Wohnzimmer, wo die Fußböden so ineinander gehen, da ist ein Huppel und er sagt, er kriegt den so nicht weg. Deswegen wollte er ganz gerne das Ding nochmal ausleihen und wir gucken noch einmal, ob wir vielleicht oben an der Decke, da wo auch die Wände langgezogen waren, das mit dieser Maschine auch so ein bisschen glatt kriegen. Ob das funktioniert, wissen wir jetzt gerade nicht. Mal gucken. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich einfacher sein, als wenn man selber so mit der Hand irgendwie was abschleift nachher. So, und da muss ich eher eine Reparaturraufhase draufhauen nochmal. So, aber nichtsdestotrotz, ich muss morgen auf jeden Fall einkaufen. Und es wird morgen wieder wahrscheinlich brechend voll überall sein, wie immer Weihnachten. Ich weiß, letztes Mal bei Edeka war das so, dass wirklich alle Kassen hatten auf. Und die Schlangen, die gingen nach hinten durch bis zu den Eistruhen. Ehrlich, das war richtig heftig, das habe ich noch nie gesehen, so schlimm. Ja, also mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich euch erzählen wollte. Irgendwie ist es weg. Es ist weg. Na gut, also ich gucke, dass ich jetzt einfach mal mein Video endlich mal online stellen kann. Und genau, und dann... Übrigens, die Babysachen sind angekommen. Und die haben sich sehr gefreut. So, und mittlerweile ist auch schon Ash zurück. Er war in der Schwimmhalle. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich habe schon gefragt, ob er sich jetzt fühlt, irgendwie noch einen Tannenbaum zu schmücken mit mir oder nicht. Oder ob wir das Ding auch morgen doch verschieben. Heute. Übermorgen ist ja schon Weihnachten, ne? Und ja, also ich habe jetzt hier schon mal alles quasi parat gelegt. Dieses Jahr bleibt es wieder in Rosé. Mhm. Nicht rot? Rot machen wir nächstes Jahr sonst. Weil wir irgendwie, das passt alles so zu der Einrichtung. Wenn wir aufhören, wir brauchen noch ein Bandfeld. Das sind diese Dinge hier. Genau, also wir hängen jetzt hier ein paar Kugeln dran und dann, Max hat mir gerade was geschrieben. Der Bengel hat irgendwas Komisches da gemacht. Ich konnte nicht zuordnen, er hatte eine Story gemacht. Ach, ich stütze, ja okay. So, also, es geht los. Ich glaube, ich mache mit dir mit, ne, oder? Mhm. Ja, bist du nicht so alleine. Was mit den Dingen, die schon so ein Teil haben? Einfach nur ranhängen. Ich wusste nicht genau. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe die alle abgenommen, aber nein. Hier habe ich zum Beispiel jetzt keine von diesen Haltern. Nö, okay. Dann. Also wir schmücken, guck mal,
ein bisschen unseren Tannenbaum. Dass du überhaupt noch Lust hast. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass du sagst, nö, keine Lust, kein Bock. Geht noch, oder? Mhm. Sonst hätte ich es alleine gemacht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich alleine geschmückt, weil du irgendwie nicht wolltest oder so. Oder vielleicht nicht. Ein Freund. Ach so, oder nicht da warst. Wie war es denn mit Schwimmhalle denn? Seid ihr gut geschwommen? Mhm. In Neumünster wart ihr, ne? Ja, ich war da ungefähr 15 Tage nicht geschwommen. Wie viel? 15 Bahnen. Echt? In 2 Bahnen bin ich getaucht. Oh. Bin ich durchgetaucht. Aber zwischendurch hochgekommen? Ja. Mhm. Ich lasse jetzt einen Esch schmücken. Ich muss gar nichts machen. Nee. Die faule Mutter. Warte. Einfach nur rein. Versuchen wir mal. Doch, klar geht das. Genau. Und versuchen wir mal so ein bisschen zu verteilen, dass du nicht so auf einen Fleck hier so die goldenen zum Beispiel oder die glänzenden aufhängst, sondern so ein bisschen, dass du guckst zwischen matt und glänzend. Was vielleicht. Ich denn so zu Weihnachten? Oh, das weiß ich nicht. Okay. Ich hatte heute schon so ein bisschen, wir wollen Raclette machen, oder? Weil Papa hatte irgendwie auf Raclette keine Lust. Dann habe ich gesagt, okay, dann können wir vielleicht mal grillen. Weihnachten und Grillen passt nicht so ganz zusammen, nein, ne? Raclette. Raclette besser? Mhm. Finde ich auch. Kannst ja morgen mit mir einkaufen kommen. Alles aussuchen. Man kann vielleicht wieder diese Tortilla-Chips nehmen oder so mit Käse überbacken. Hatten wir das? Letztes Mal hatten wir das doch gemacht. Tortilla-Chips. Ja. Müssen wir den auch schmücken? Was? Hinten unterm Baum. Nee, ganz hinten nicht. Brauchen wir nicht. Nö. Nur das, was man sieht, würde ich sagen. Das ist sonst unnütz. Dann machen wir das Ding ran. Ich habe die Kamera gerade in der Hand. Danke. Ups. Okay, das war's dann mal. Ich hol mal wieder. Guck mal, Leute, das ist eine Sensation. Adrian ist auch mit beim Schmücken. Jedes Jahr mit dabei. Nein, nie. Du machst immer schlecht. Nein, das stimmt nicht. Er wird nicht mal rot, guck mal. Warum machst du mich das, so schlecht? Ich mach dich nicht schlecht, Schnucki. Ich habe mich gerade so gefreut, dass er mit dabei ist. Ich bin immer mit dabei. Beim Tannenbaum schmücken? Du hast mir heute den Tannenbaum mit reingeschleppt. Hier voll schlecht. Nein, aber das finde ich voll cool. Mann, wo bin ich denn sonst? Am Arbeiten, da. Guck mal, lädt noch oder was macht es bei dir, der Rechner? Ja. Dein Video. Lädt dein Video. Es lädt. Es lädt, okay. Das Video lädt. Und es wird immer schöner. Also wir haben jetzt, ich habe schon, Saran, irgendwie vor ein paar Tagen, glaube ich, habe ich es dir gesagt. Nächstes Jahr. Denk dran, ich denke, dass du bei diesem Video hier Weihnachten, wie schief steht denn der Tannenbaum? Gar nicht. Ein bisschen nach links, was? Ne? Außen der Ferien. Yeah. Nach. So steht er gerade. Echt? Naja, egal. Nee, das richten wir gleich nochmal. Ja. Der wird immer hübscher. Und ich hatte schon zu Adrian gesagt, nächstes Jahr wird er dann rot werden, ja? Wie Weihnachten. Weil Ash fragte gerade, warum ist unser Tannenbaum in rosa? Ja, ich hab das gefragt. Nee, Ash auch vorhin, als er reinkam. Du setzt einfach deine Meinung eines rosa Tannenbaums. Nein, das stimmt nicht. Obwohl niemand einen rosa Tannenbaum haben möchte. Doch. Leute, welche Tannenbaumfarben habt ihr so? Du nicht mir jetzt dieses Jahr. Ja, aber rot ist so viel besser. Also ich möchte machen wir nächstes Jahr. So richtig knallamerikanisch bunt. Echt? Und Lametta. Silbernes und um goldenes Gottes Lametta. Willen. Richtig schön. Um Gottes Willen, bitte Ciao. Nicht. Ciao, ich bin dann auch mal dachte, weg. Jawohl. So. Nee, bitte nicht. Yeah. Was? Mm-mm. Das haben die Menschen 1000 Jahre lang gemacht. Nein. Ja, aber wir sind 2019, nicht 2000. Nee, nicht 1900. Was für ein schöner Anblick. Guck mal, ich muss gar nichts machen, ich halte nur die Kamera. Ja, normalerweise bin ich nicht. Immer, genau. Normalerweise bin ich immer. Oder? Nein, alles noch rauf. Okay, ja, schau. Noch mehr als wäre viel zu viel. Nein, bitte, ich möchte ein bisschen mehr, das ist mir zu wenig. Was jetzt? Hey, wir sind fertig. Nicht mal das Sternchen gelb. Das sagt man anders. Man sagt, Mama, wo ist denn der Weihnachtsstern? Ach, der ist ja schon drauf. Hab ich nicht gesehen. Hey, aber wirklich, der Stern ist nicht mal gelb. Der ist rosa. So, pass auf, wer kriegt jetzt mal da unter und stellt da was hin, damit der Mann. Das ist so, das sieht man nicht, das ist gerade. Stell mir nur was drunter da jetzt. Nein, wir müssen nur das Ding lösen. Ja, dann mach das mal. Ja, warte. Ja, okay, warte.
Nimm Mama. Es gibt ja Süßigkeiten als Tannenbaumschmuck, ne? Und wenn man die da reinhängt, dann kann man nach Weihnachten etwas machen, das nennt sich dann Tannenbaumplündern. Jetzt hat Eva gemacht früher, ne? Ja. Und dann ist der Tannenbaum automatisch abgeschmückt. Also, ist er jetzt gerade? Ich finde, das sieht gerade aus. Warte, ich geh mal kurz. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Also, der Tannenbaum. Das heißt eigentlich gar nicht, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Das heißt eher, wie grün sind deine Nadeln, der hat keine Blätter. Ja. Eigentlich heißt das noch ganz anders. Oh Tannenbaum, der Lehrer hat mich blau gehauen. Ja, das ist toll. Also, guckt mal, was wir schon geschafft haben. Und ich glaube, unten müssen wir noch ein bisschen daran. Das sieht hübsch aus. Und Ash hat vorhin schon gesagt, was, es reicht doch schon jetzt. Aber guck mal, wir haben noch ein bisschen. Genau. Das ist voll cool. Und wir machen den so voll, dass man den Tannenbaum von der Kugel nicht sehen kann. Und da ist schon der erste weg. Und fertig sind wir. Der Tannenbaum steht und leuchtet. Ich finde, der ist total hübsch geworden wieder. Also wir haben jetzt fast alles rangehängt, was wir hatten. Also alles ist dran. Ich würde sagen, das war's jetzt auch mit diesem Video. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz, Adam, du warst schon frisch. Wir gehen wohin? Wir gehen nirgendwo hin. Wir werden jetzt dieses Kunstwerk bewundern. Genau. Und danach bewundern wir dieses Kunstwerk. Und wenn wir damit fertig sind, fangen wir an, dieses Kunstwerk zu bewundern. Also es gibt nur noch Abendbrot, gleich wie spät haben wir das jetzt. Oh mein Gott, also 7:45. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.